Was ist Hemmung der Verjährung? Fragezeichen. So, was ist das, wenn die Verjährung gehemmt ist? Hemmung bedeutet die Verjährung ist gestoppt. Verjährung ist gestoppt. Und sie verlängert sich, um den Zeitraum der Hemmung. Es kann also mal sein, dass die Verjährung, die ja läuft, ja, das ist ja eine Sache, die wir zeitlich erfassen, auf der Zeitschiene läuft, ja, das ist sozusagen hier die Zeitschiene der Verjährung. Irgendwann hat man den Zeitpunkt erreicht, da ist die Sache verjährt. Und jetzt wird hier aus Gründen, die wir uns im nächsten Video anschauen, die Verjährung gehemmt. Für, sagen wir, 3 Monate. Dann wird dieser Zeitraum hier von 3 Monaten hier hinten wieder dran gehängt. Ja, das ist die Hemmung der Verjährung. Die Verjährung wird gestoppt aus Gründen, die wir uns noch anschauen müssen. Und der Zeitraum der Verjährung verlängert sich um diesen Zeitraum der Hemmung. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.